Guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen magischen Folge Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Wir machen jetzt weiter hier mit der nächsten Hauptquest, und zwar Jagd auf die Jäger. Triff Agard in Diddenhill, und wir müssen dafür durch diese Höhle hier durch. Und hier hinten sehe ich auch schon die ersten paar Feinde wieder. Für die bin ich auf jeden Fall bereit, denn wir haben uns ja ordentlich verbessert in der letzten Folge an sich. So. Komm, jetzt haben wir einen kleinen Burschen hier. Na, fühlt euch das Feuer gut? Ich hoffe das sehr. So. Stellt euch einfach vor, meine lieben Kobolde hier. Ihr seid in einer Sauna, ja, wenn ihr das Feuer hier fühlt. Und schließt halt noch eure Augen. Kann auch nicht schaden. Augen schließen kann nie schaden. So. Jawohl, ein Buch über Alchemie, okay. So, wir müssen bald jetzt auch langsam wieder mal bei einem Händler vorbeischauen. Dafür wird es auf jeden Fall auch langsam, ja, wieder mal Zeit, sagen wir mal so. Oh, und hier sind wieder solche coolen Pflanzen, die leuchten, wenn wir doch lang gehen. Habe ich halt damals schon cool gefunden. Meine Schurken. Bitte. Rollen. Und draufhalten. Sehr gut. Was haben wir hier hinten? 102. Ja, nicht verkehrt. Ja? Brauchen wir für Alchemie. Hier haben wir eine heilige Kiste. Wir sollten uns auch bald langsam wieder mal um neue Diebräsche kümmern. Komm. Geh auf. Nein. Ach, ganz knapp. Ganz knapp gerade jedes Mal. Nein. Ah. Noch ein bisschen. Komm. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt. Oh, okay. Ein Talisman und so. Ich hoffe mal, das ist ein guter Talisman. Wir schauen dann gleich mal, wie der uns so gefällt und so. Da schauen wir dann gleich mal. Ah, und hier geht es wohl auch schon wieder raus. Ja. Hier geht es auch schon wieder raus aus dieser Höhle. Und jetzt sind wir anscheinend dann auch schon direkt hier in dem Bereich, ja, wo wir hin wollten. Zu unserem, ja, Freund, mit dem wir uns halt treffen wollten. Und mal sehen, ob wir später vielleicht auch nochmal in dieser Folge eine Nebenquest machen. Letzte Folge hatten wir die Nebenquest gemacht, wo wir, ja, sagen wir mal so, mit dem etwas leicht verrückten Mann zusammengearbeitet haben. Ja, sagen wir es einfach mal so, dieser leicht verrückte Mann. Ich mag leicht verrückte Männer. Wer mag die nicht? So, die kann man nur lieben. Was haben wir denn hier? Können wir hier was mitnehmen? Nein, sieht es nicht danach so aus. Hep. Blop. Ja. War ein schöner Sprung ins Wasser. Alter, da kämpft jemand gerade. Dem helfen wir mal. So, zack. Ich bringe euch alle um, wenn es sein muss. Verdammte Borgards! Dem geht's nicht gut. Einen Moment. Mir ist plötzlich so schwindelig. Außer den Borgards und der Blutpest, meint ihr? Macht lieber kehrt und zieht weiter. Geht irgendwo hin, wo es sicher ist. Das hier ist im Moment kein Ort für Besucher. Das weiß Caster Barclay sicher besser als ich. Ihr findet ihn auf dem Stadtplatz. Fragt ihn selbst. Ihr findet Caster auf dem Stadtplatz. Sprecht mit ihm. Ich glaube, du brauchst irgendwie einen Hustensaft oder so, Kollege. Auf euch acht. Du hast einen ganz ungesunden Husten, wie ich finde. Das hört sich nicht gerade gesund an, nämlich. Ich bin zwar kein Arzt, aber das kann ich schon mal sagen, ja, dass sich das nicht gesund anhört.
So, alles klar. Hier erstmal kurz die ganzen Pflanzen einsammeln. Zack. Grüße. Der Wasserfall hier sieht echt schön aus. Da oben sehe ich auch gerade jetzt wieder so ein besonderer Stein. Mal sehen, da gehen wir vielleicht gleich mal hin. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar jetzt erst die größte Stadt, die wir so, ja, bis jetzt halt im Spiel gesehen haben. Ja. Es tut mir leid, aber es ist kein Pestschild. Es tut mir leid, aber ich habe kein Pestschild mehr. Ich kann nichts für euch tun und auch für niemand anderen, bis ich es habe. Verfluchte Blutpest. Okay, das hat dann bestimmt auch der eine Mann von eben. Es ist eine Arznei gegen die Blutpest, die inzwischen fast alle Bürger Dieden jetzt befallen hat. Bruder Fallon wollte noch mehr bringen. Keine Ahnung, wo er steckt. Gut, denn das ganze Dorf braucht dieses Pestschild. Vergesst, was mit diesem Hornochsen passiert ist. Ich brauche die Arznei. Mindestens 3 Pakete. Folgt der Straße durch den Glendara-Wald zur Mission. Bringt das Pestschild selbst, wenn es sein muss. Nun, Bruder Fallon müsste es haben. Allerdings müsste er auch längst wieder hier sein. Geht in den Glendara-Wald zur Mission. Sucht ihn und das Pestschild. Nun, macht euch schon auf den Weg. Alles klar. Ja, also dem Dorf hier, oder Stadt, ja, wie man es auch nennen möchte, der möchte ich auf jeden Fall ganz gerne helfen. Das Schloss, das sagt mir, dass eure Taverne noch in Jahrzehnten ein Teil von Loch Dieden sein wird? Letzten Monat habt ihr mir noch erzählt, dass wir alle von der Blutpest dahingerafft werden. Ich weiß, aber jetzt sagt das Schicksal eben etwas anderes. Verdammt nochmal ab! Die Trankvorräte der Milit. Also ist es jetzt an unser. Was wir also brauchen, sind. Ihr Zunderzweig findet man häufig auf die. Zunderzweig, das am ehesten im Eisengriffstieg zu finden ist, sowie in Napolz. Ah, und was für Precht. So, okay. Das Nebenquest-Gespräch habe ich jetzt mal übersprungen. Hier gehen wir jetzt zum Hauptquestmann. Es ist übrigens eure Schuld, dass ich meine Zeche nicht zahlen kann. Ich hätte eigentlich nie wieder hierher zurückkommen sollen. 20 Jahre lang wusste ich genau, was das Schicksal für mich bereithält. Und dann habt ihr... Verdammt nochmal. Ich dachte, ich wüsste, wie mein Leben verläuft. Ich weiß, es ist nur... Ich war nicht immer der Mann, der ich heute bin. In meiner Jugend war ich ein bedeutender Krieger. Ich habe gegen Bestien so groß wie Bäume gekämpft und wurde von Sterblichen und Feilen gleichermaßen umjubelt. Als ich dann bei den Schicksalswebern aufgenommen wurde, dachte ich, es sei eine Belohnung für meine guten Taten. Doch als ich zum ersten Mal mein Schicksal erblickte, wurde mir klar, dass es nichts weiter ist als ein Fluch. Meinen eigenen Tod natürlich. Doch es war nicht der eines Helden, wie ich es mir immer erträumt hatte. Ich würde allein und unbekannt sterben, getötet von einem Ettin und zu Eintopf verarbeitet. Es war ein schreckliches Ende. Aber ich wusste, es war Teil des größeren Plans des Schicksals. Doch dann kamt ihr und habt diese Zukunft verändert. Ihr habt mir meinen Platz im Gewebe gestohlen. Ich hatte meinen Frieden damit gemacht, das Schlimmste zu wissen. Doch was soll ich nun tun, wo nichts mehr gewiss ist? Ihr habt recht. Meine ruhmreichen Tage müssen noch nicht vorüber sein. Und solange ich in eurer Nähe bin, weiß ich nicht, wie meine Geschichte enden wird. Ich muss also dafür sorgen, dass euch nichts geschieht. Vielleicht ist euch dieses alte Schmuckstück aus meiner Jugend ja eine Hilfe. Immerhin schulde ich euch nicht nur mein Leben. Ich schulde euch meine Zukunft. Hört mal, ich habe einst Diet von Avgrun in einer mondlosen Nacht allein durch ihren Geruch gefunden. Feien hin oder her, diese Tuata hätte ich selbst nüchtern noch aufspüren können. Sie haben sich in einer Höhle nördlich des Dorfes niedergelassen und sie haben dort eine Möglichkeit, euren Aufenthaltsort durch Wahrsagerei zu ermitteln. Deshalb haben sie euch so leicht gefunden. Ich habe einen Plan. Aber er funktioniert nur, wenn wir ihn gemeinsam umsetzen. Diese Soldaten wurden nur zu einem Zweck entsandt, um euch aufzuspüren und dafür zu sorgen, dass ihr tot bleibt. Alles andere, der Quell, Aden, Hughes, waren nur Mittel zum Zweck. Sie nutzen etwas ziemlich Großes, um euch aufzuspüren. Sie nennen es die Augen Tirnochs.
Wenn ihr diese zerstört, werden sie aufhören, euch zu verfolgen. Der Haupteingang wird schwer bewacht und erfordert einen heftigen Angriff. Der andere Weg ist voller Fallen. Dort ist ein etwas subtileres Vorgehen angebracht. Gradlinig und direkt. Das nenne ich eine Kriegerin nach meinem Geschmack. Ich übernehme die Rückseite und sorge dafür, dass niemand entkommt, um wem auch immer Bericht zu erstatten. Suchen wir uns ein wenig Ärger. Alles klar. Wir machen dann durch den Vordereingang rein. Ob das so die beste Entscheidung ist, ja, kann man darüber streiten. Vielleicht hätte ich auch eher von hinten kommen sollen. Aber ich bin sehr zuversichtlich mit unseren Zauberkräften eigentlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vor allem, weil ich finde, diese normalen Tuatha-Soldaten, die gehen eigentlich recht gut eigentlich so mit dem Zauberstab weg. Also mit denen habe ich eigentlich keine großartigen Probleme. Aber nun gut. Naja, und außerdem könnten wir uns dadurch eventuell vielleicht etwas besser leveln, als wenn wir schleichen würden. Und hinten reingehen würden. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und letzten Endes will ich mich halt gut leveln. So, wo ist unser Freundchen? Hier ist er. Gut, ich folge ihm. Bleibe jetzt immer schön hier hinter ihm. Oh, was bist du denn hier für ein Großer? Gut gekämpft! Das habe ich doch gut gemacht. Da bin ich auch erstmal stolz auf mich. Ist noch mal einer von der Sorte. Hilfe. Ja, jetzt geht's im Spiel gerade nicht so gut. Wo bin ich denn nun? Ich bin in einem Baum. Ich bin im Wald. Ich wollte schon immer im Wald sein. Ja, okay. Wir tun so, als ob es gerade nicht passiert ist, Leute. Na, wir tun mal so, als ob wir gerade nichts gesehen haben. Würde ich am besten mal sagen. Wir tun so, als ob das da eben einfach nie passiert ist. So kann man es, glaube ich, am besten machen. Ich muss auch schon sagen, ich hatte kurz Angst gerade, dass ich das Spiel deswegen neu starten muss. Okay, hier haben wir jetzt zwei große Bären. Na, habt ihr ein bisschen Loot? Loot, Loot, Loot? Nein, habt ihr nicht. Aber hier hinten ist aber ein bisschen was zu mitnehmen. So. Und hier geht's dann jetzt wohl rein. Das hier ist der Vordereingang. Ihr werdet auf ihre stärksten Wachen treffen, also haltet euch nicht mit Feinheiten auf. Findet ihren Wahrsagespiegel und zerstört. Ich schleiche mich von hinten rein und sorge dafür, dass niemand entkommt. Darauf habe ich keine Antwort. Seine Armee ist durch die Belagerung. Geht einfach hinein und findet die... Viel Glück. Wir sind... Alles klar. Rein geht's. Alle Leute ausschalten. Und die stärksten Wachen warten jetzt hier auf uns. Ja, sollten wir hinbekommen. Naja, das Hauptziel ist eh, dieses eine Ding zu zerstören. Also kann ich auch an manchen einfach vorbeirennen, so gesehen. Oh, und die rennen auch gerade schon weg, die Fahne. Ich schätze mal, die alarmieren hier ihre Leute. Denke ich mal. Hier fang, Kollege. Gut. Da kommen sie alle. Der hat es mir einmal gut gegeben. Ja, aber so stark sind die hier eigentlich noch nicht. Dafür, dass das hier gerade die stärksten sind. Dafür finde ich die schon recht einfach so. Also eine ganz große Herausforderung sind nur nicht, wie ich finde. Nun gut, das ist ja auch erst der Anfang mit dieser Höhle hier. Das kann sich ja noch ein bisschen ändern.
So, dann ist der nächste Feind. Ah, er setzt sich einfach hin. Obwohl er schön Blitz abbekommen hat. Ja, komm. Ich merke nichts. Aber hinsetzen. Einfach hinsetzen. Ein Blitz. Der schadet mir doch nicht. Das ist wie eine Massage. Das war wahrscheinlich seine Einstellungsphase dazu. Manche tut's halt gut. Ja. Jeder wie er will. Jeder wie er will. Wie er will. Wie er will. Haha. Ja, und bald sollten wir langsam mal unseren neuen Bogen auch ausrüsten. So, was haben wir hier? Eine Robe. Ich finde auf jeden Fall den Loot recht interessant, den die hier haben. Ich hoffe, dass wir gleich noch nicht voll sind vom Inventar her. Weil ich will eigentlich jetzt gerade nichts wegschmeißen. Ich will gerade einfach nur mitnehmen und nichts weghauen. Okay, Bogenschützen. Mal sehen, vielleicht haben die sogar noch einen neuen Bogen für uns, der nochmal viel stärker ist als der, den wir so gerade aufheben im Inventar. Mal sehen. Nein, beide haben leider nichts fallen gelassen. Schade. Der Sackgasse hier ist nichts drin. Wie sieht es hier aus mit der großen Blume? Da ist auch nichts dran. Ich bin kein Staubling, Kollege. Der wahre Staubling, bist du. Hier könnt ihr. So, mein kleiner Staubling. Na, was sagst du nun dazu? Was sagst du nun dazu? Jetzt sagst du nichts mehr. Ne? Jetzt ist der Mund zu. Du hast einen verstaubten Mund. Zack. Aua. Ja, jetzt. Wollt ihr von uns noch mehr wissen hier? Merke ich gerade. Zack. Gut. Die sind ausgeschaltet. Jetzt hat oben nur noch die Bogenschützen von denen. Hier unten holen wir uns gleich den Loot, aber erstmal die Bogenschützen wegholen. Erstmal schön die Bogenschützen wegholen. So, die sind Geschichte. Hier kann ich leider nicht runterspringen. Gut, muss ich halt nochmal eine kleine Runde rennen. Hier hinten ist auch noch mal was. So. Was habt ihr denn hier fallen gelassen? Gold. Sehr gut. Gegen Gold habe ich nie was. Gold braucht ja auch keinen Inventarplatz oder so. Ich frage mich, wie viel Gold wir auch gerade eigentlich so insgesamt haben. Aber wir haben halt wirklich bis jetzt noch nie was ausgegeben. So, da vorne sind die nächsten Feinde. Zack. Kommt wieder her. Na, ist das gut. Dafür, dass ihr die besten Kämpfer seid, merke ich davon leider auch gar nicht viel. Ihr müsst mir schon ein bisschen mehr zeigen, was ihr drauf habt. Aber wollt ihr anscheinend nicht. Was haben wir denn da? Okay, das ist das, was wir zerstören sollen. Alles klar. Dann gehen wir da mal ran. Oh, was ist da? Der Herr da. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen stärker als die anderen hier gerade. Ja, der kann zaubern. Aber richtig gut zaubern kann er auch noch dazu. Gut, besiegt ist er aber nun. Letzten Endes ist er besiegt. Jeder andere.
Ist es die unsterbliche Sterbliche etwa leid, wegzurennen? Habt ihr euch entschieden, zu kämpfen? Könnt ihr mir den Unterschied zwischen einem Geschöpf der Natur und einem Kind des Staubs, wie ihr eines seid, nennen? Wir Kinder der Natur kennen unseren Platz. Die Schwachen und die Mächtigen. Die Beute und die Jäger. Das Leben und der Tod. Alle dienen dem Kreislauf. Ihr Kinder des Staubs hingegen wisst nicht, wo ihr hingehört. Ihr kommt in unser Land. Ihr kommt, um euren Jägern zu begegnen. Und ihr... Ihr wisst nicht, wann es Zeit ist, zu sterben. Ihr werdet es herausfinden. Letztlich wird jeder Sterbliche die Macht Gatflos erkennen, des gesegneten Herolds, der barmherzigen Tier noch. Alle Sterblichen vergehen. Selbst wenn einige von ihnen etwas widerspenstiger sind als andere. Zumindest werden euch die Tuatha jetzt nicht mehr ganz so leicht aufspüren können. Aber es scheint, als hättet ihr die Aufmerksamkeit ihres Königs Gatflo erregt. Wenn ihr irgendjemand anderes wärt, würde ich euch nahelegen, wegzulaufen und die nächsten paar Jahre nicht mehr anzuhalten. Aber ihr könntet vielleicht sogar eine Chance haben. Ihr schlagt euch doch ganz gut. Zumindest bisher. Ihr habt sie hier geblendet. Und sie haben euch auch noch nicht getötet. Und so ungern ich es auch sage, ihr werdet Alin Shirs Angebot, euch zu helfen, annehmen müssen. Der Kodex des Schicksals dürfte einige Antworten für euch haben. Soweit ich weiß, habt ihr euch bereits im Haus der Balladen mit ihr getroffen. Aber es klingt, als wäre sie im Moment unsere einzige Spur. Wer auch immer Alin Shir sein mag, ich glaube nicht, dass sie unsere Feindin ist. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie die Möglichkeit dazu gehabt, solange wir geschwächt waren. Aber sie bedeutet dennoch Ärger. Sie erinnert mich an eine Dunkelelbin, die mich mal halbnackt an einem Bergest gefesselt zurückgelassen hat. Ach, das waren noch Zeiten. In Wirklichkeit hat sie ihm bestimmt gefallen. Auf diesem Weg müssten wir hier rauskommen. Dass er da gefesselt worden ist. Alles klar, hier geht's jetzt wieder nach draußen. Und diese Quest, denke ich mal, haben wir denn damit doch schon so gut wie abgeschlossen, denke ich mal. Und ich denke mal, unser nächstes Ziel wird dann Alin Shir wieder sein. Dass wir sie wieder treffen. Würde ich so an sich sagen. Oh, wen haben wir denn da unten? Hallo, wer bist du denn, der kleine Bruno? Bruno, der heilige Bär. So, und einmal hier runter. Zack. Und hier drauf. Gut. Fix noch ein bisschen was eintüten, weil hier gerade so viel Zeug ist. Quests? Ja, die Quest ist abgeschlossen, die von eben. So, hier haben wir dann jetzt das hier. Alte Freunde, neue Feinde. Alin Shir anschließen. Ja, das ist dann unser nächstes Ziel, würde ich sagen. So, wo ist denn die kleine Lady? Sie ist hier oben. Ach, muss sie denn so weit weg sein? Ich weiß gerade gar nicht, wie wir am besten zu ihr kommen. Ich weiß nicht, führt ihr hinten vielleicht einen Weg wohl zu ihr? Mal sehen. Wir suchen sie jetzt mal noch ein bisschen, würde ich sagen. Wir laufen erstmal so grob ein bisschen in ihre Richtung hier.
Aber hinter mir sind Feinde, ja, die lassen wir einfach mal. Ich will jetzt gerade eigentlich nicht nochmal kämpfen. Also zumindest nicht gegen die dort. Ich will jetzt gerade eher aus unserem Hauptziel hin. So. Die sind auch ausgeschaltet, das wir hier wieder. Was haben wir denn da hinten? Zack. Und nochmals zack. Oder auch nicht zack. Okay, dann bleibt der Zepter einfach mal hier liegen. Na, egal. Ist doch schade drum, aber ich will jetzt gerade eigentlich nichts wieder wegschmeißen. Was war das für ein Typ? Er ist einfach ganz eng sich gerade an mir vorbeigerannt. Ja, nun gut. Zumindest hat er uns nicht angegriffen. Ich schätze mal, dieser Weg führt zu Alun. Ich muss immer sagen, diese kleinen Wichte sehen echt knuffig aus. Die sehen wirklich süß aus. Ach Mann, jetzt werde ich letzten Endes doch gezwungen, was runterzuschmeißen. Ich könnte schreien. Ich will mehr mitnehmen. Ich will unbedingt mehr mitnehmen. Weg mit dem ganzen Zeug. Weg, einfach weg damit. Ich könnte heulen. Ach, ich muss Macht höher machen. Muss ich wirklich. Muss ich viel, viel höher machen. So, ein paar Stäbe auch wegschmeißen einmal hier. Oder? Nee, die Dolche hier. Warum kann ich diesen Dolch nicht zu Plunder hinzufügen? Aber den Bogen hier wieder schon. Ich will den doch wegschmeißen. Okay, das Spiel will es nicht. Verstehe ich. Plunder, alles zerstören. Zack, 9 neue Plätze immerhin. Gut. Das hier einmal mitnehmen. Och, wie niedlich die kleinen Kalle. Noch ich. Niedlich, aber süß. Naja, niedlich, aber böse. Das trifft es, glaube ich, besser. Das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Niedlich, aber böse. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung für die. Da hinten werden wir Feinde angezeigt. Ja, lass das die mal kurz bekämpfen. Hallo! Ey, was tut denn? Geh weg! Stufenaufstieg. Jetzt gehen wir einmal hier in Alchemie wieder. Zack. Und jetzt hier in Macht. Ja, dann gehen wir jetzt da einfach mal ein bisschen rein. Ich denke mal, wir nehmen das hier. Langschwertmeister. So, verbessern wir halt das einfach ein paar Mal. Zack. Hier kann alles so bleiben, wie es ist. Und weiter. Ich glaube, wir sind dann jetzt auch nah dran. Ja, das Walyn sollte jetzt dann, glaube ich, auch bald hier eigentlich sein. Dort hinten, glaube ich, irgendwo. Und wir werden verfolgt ein wenig. Okay, nein, jetzt nicht mehr. Ich muss gleich, glaube ich, nochmal auf die Karte schauen, wie weit es denn hier noch ist. Aua!
Zeug hier wieder einpacken. So. Haut doch ab, ihr kleinen Störungsrieder. So. Lass mich bitte in Ruhe. Ich will doch einfach nur zur Alyn hin. Hier hätten wir noch eine Kiste. Perfekt, ist da was Schönes drin. Ja, ein paar Materialien. Jawohl, wir sind gleich bei ihr. Haus der Balladen. Sehr schön. Alyn, wir sind da. Sowas von. Sehr gut. So will ich das auch sehen. So nicht anders. Ja. Nettes Zuhause. Hat sie hier. Schluss jetzt, Sterbliche. Ihr gehört nicht zu unseresgleichen. Und der Sitz von Sir Zagrel wird niemals von jemand derart Weltlichem eingenommen werden. Halam der Weiße bereitet den Wettstreit vor und darf in dieser Zeit unserer größten Not nicht gestört werden. Auf Wiedersehen. Okay, hier vorne ist dann auch Alyn. Ihr alle. Wie ihr bereits gehört haben werdet, ist es im Haus der Balladen zu einem freien Sitz gekommen. Es gab ein Ereignis, eine gewaltige Wendung in der Geschichte unserer Art. Sir Zagrel ist gefallen. Zagrel, dies betrifft euch nicht, Sterbliche. Sir Zagrels Ableben bedroht seine... Ihr seid kühn, doch dies sind... Wenn ihr möchtet... Könnt ihr euch den anderen... Der Bau des Borg... Nun geht! Okay, alles klar. Gut, mit Alyn reden wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, Leute. Wir machen dann jetzt hier Schluss. So, wir schließen uns dann ihr an in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt gerne einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi!